So, hallo, da sind wir wieder. Ich habe es geschafft, dieses Entfachen zu aktivieren und habe hier schon ein fettes Leuchtfeuer mit 15 Estus-Flakons, die mir bisher noch nicht so wirklich was gebracht haben. Wir gehen weiter ins schwarze Grauen und werden eine weitere Runde gerädert. Let's go. Ah, da sind sie auch schon. Die Reederei. Ach ja, hey. Haha, ja, drängt mich in die Ecke. Perfekt. Jungs, nice, Dankeschön. Haha. Direkt. Direkt instant. Instant. Das ist unglaublich. Ah, schön gerädert worden. Ah, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott, das nächste! Oh, Hilfe! Ah, Hilfe! Nein, stopp! Eieieiei! Oh, ich glaube, ich bin durch. No! Oh. Ich hoffe, ich schaff's jetzt irgendwie. Oh, renne ich einfach an dem vorbei? An dem Schwarzen? An dem schwarzen Ritter, ich glaube, ich probiere da oben vorbeizurennen, weil in der Dunkelheit da zu kämpfen gegen einen Bogenschützen, einen riesigen Skeletthund und einen schwarzen Ritter, puh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich versuche vorbeizurennen. Nee, wo ging's weiter? Ah, da. Oh, puh. Ah, das nächste. Wow. Schnell weg. Oh Gott, das ist der Horror hier. Hallo, lass mich mal. Nein, du sollst mich einfach vorbeilassen, bitte. Danke. Ah, da ist noch einer. Ich weiß nicht wohin. Nein, da geht's nicht weiter. Oh Gott. Okay, hier ist Loot. Haben wir den? Oh, hier kann ich runterhüpfen. Oh, nee, ist glaube ich auch nicht der Plan. Ich muss die da oben killen. Oh Mann, ey. Und ich muss da durch. Das ist eine Tortur hier. Oh, Scheiße. Okay, einen Moment. Mir wurde gerade die Aufnahme beendet. Ich lasse mich hier jetzt einfach killen. Sorry. Nein, ich will nicht. Ich will in den Ordner reingucken, bitte. Nee. Hallo? So, oh Mann, ey, das ist echt schlecht jetzt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ich hätte mal gucken sollen, ob ich genug Platz für Aufnahmen habe, ne? 2 TB vollgeklatscht. Wo liegt denn das auf E? Oh. Hey Paul, grüß dich, hi. Ist jetzt saublöd gelaufen, tut mir leid.
Aber ich brauche jetzt einfach einen Moment und muss einmal schnell. Ah, 180 Gigabyte frei reichen auch nicht. Wie viel habe ich hier frei? Da wären noch Terabytes frei. Das ist aber eine normale Festplatte. Da dauert das Übertragen wahrscheinlich 100 Jahre. Ich probiere es trotzdem. Es kommt davon, wenn man mit den Aufnahmen nicht hinterherkommt, ne? Mal kurz gucken, wie lange er sagt, dass es dauern würde, theoretisch. Hier könnt ihr es selber sehen. Oder ob ich jetzt einfach Aufnahmen lösche. Löschen wäre die andere Option. Fünfundvierzig Minuten, das ist ziemlich lange. Abbrechen. Oh shit. Ja, ich habe es halt auch nicht sortiert. Ich habe mir gestern gedacht, also ich lösche jetzt einfach, dann habe ich halt Pech gehabt jetzt. Jetzt ist wieder fast ein Terabyte frei. Ich habe gerade einen Terabyte Aufnahmen gelöscht. Einmal die Aufnahme neu starten, einmal neues Intro für die Folge machen. Hey, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück. Ich kann jetzt Leuchtfeuer entfachen und muss durch die Reederei ins Dunkel. Also, ja, versuchen wir es weiter. Durch die Reederei. Jetzt nochmal, Paul, hi, grüß dich. Schön, dass ihr da alle am Start seid. Schön, dass ihr da seid. Nein. Hey, ich bin ganz gut durch die Reederei gekommen diesmal. Super. Komme ich hier eigentlich irgendwie runter, ohne Schaden zu kriegen? Nee, ne? Anscheinend nicht. Also gut, ich hatte versucht, hier durchzukommen, ohne zu kämpfen, wollte einfach durchrennen, hatte keinen Zweck. Deswegen bekämpfe ich sie lieber alle. Einen nach dem anderen, schön langsam. Einen nach dem anderen. Ich meine, es geht ja. Ist ja nicht so, dass ich ewig für die brauche.
Hier war keiner. Gut. Dich will ich auch bekämpfen. Ich dachte, die hätte ich schon gelootet, die Seele. Oh, ja, nee, ah. Nein. Jungs. Uncool. Okay, er ist runtergefallen. Er auch. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt. Hier ist ein anderer Weg, oder? Nee. Hier kommt jetzt wieder der dicke Hund. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir hier schwarzen Ritter und einen Hund. Ich will eigentlich einen nach dem anderen. Deswegen laufen wir einfach mal langsam. Und schauen mal, was jetzt kommt. Da ist er. Nee, komm zu mir bitte. Nein, nicht runterschmeißen. Oh. Er war fast tot. Ich war schon wieder gierig. Aber gut, der weiße Ritter. Habe ich jetzt da einen Loot gekriegt? Lol. Der weiße Ritter. Schwarze Ritter. Den kriegt man da. So, die Reederei, habe ich gemerkt, macht einfach keinen Sinn, die zu bekämpfen. Ja, noch ein. Och ja, hey, oh ja, kann nicht noch einer kommen, bitte? Jawohl, hey. Und noch einer, bitte. Yes, sir, please. Geil. Ach, haha, ja. Super. Schön. Es ist schon so eine Erleichterung, dort durchzukommen, ne? Ein Spiel, dich zu knechten, ja. Es ist. Ich war gierig auf den schwarzen Ritter. Ich war einfach gierig auf den. Der Rest ist okay dort. Aber dieser schwarze Ritter, der da steht, der ist ein bisschen assi. Warum kann ich denn hier runter? Wo komme ich denn dann hin? Das ist doch ein anderer.
Ah. Okay. Das ist doch ein anderer Weg als das da oben lang. Da oben sind doch auch zwei solche Boys. Oder spinne ich jetzt? Und irgendwo hier konnte ich runterhüpfen. Ich sehe aber nicht wo. Und von oben schießt der Bogenschütze. Von oben, seltsamerweise. Jetzt bin ich aber wieder hier. Das ist komisch. Wo bin ich denn hier? Hä? Ach so, hier komme ich runter in den. Ah, okay. Aber das hier ist doch was anderes. Okay, nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Was ist das hier? Oh Gott, was seid ihr denn? Ach du Scheiße, nee. Aber wenn ich wüsste, wo es da lang geht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder lieber woanders lang. Der Weg schien mir irgendwie besser. Keine Ahnung. Oh. Guck mal an. Oh, schau mal einer an. Ah. Oh. So, wo sind wir hier? Ich muss nicht mehr von ganz oben. Wunderbar. Okay, hier komme ich raus. Cool. Schon mal nicht schlecht. So, hier haben wir den Kollegen wieder. Einmal verschnaufen. Ich muss da lang. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss hier rüber. Zum Schwarzen. Zum Schwarzen Ritter. Ja. Klar. Er kommt nicht. So, komm du mal her. Nee? Jawohl, wunderbar. So, jetzt du da unten. Komm mal mit. Den Hit habe ich einfach in Kauf genommen. Anscheinend habe ich den schwarzen Ritter gekillt, der hier war. Keine Ahnung, wie das hingehauen hat.
Ah, hier komme ich zu den. Da hinten sind, glaube ich, die vielen, oder? Nee, anscheinend nicht. Erscheinungsschild. Keine Ahnung, nö. Nö. Okay. Da unten ist noch ein Leuchtfeuer. Da kann ich doch. Oh, aua, 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 lass mich weg, lass mich weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo ist dieses Leuchtfeuer? Hier. Oh, wunderbar. Oh, gut. Jetzt stehen zwar die beiden hier wieder, aber. Mei. Er prügelt dreimal auf mich ein. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Okay. Oh. Wo bin ich? Wo geht's lang? Oh, es sind zwei. Es sind drei. Ich will nicht. Ich will nicht. Als ob. Als ob er hier runterhüpft. Oh. Lucky. Bisschen Glück gehabt. Oh, es wird hell. Oh. Es wird hell. Nein, ich war zu langsam. Bitte nicht wieder dunkel werden.
Niemand von nichts von oben runterfallen oder? Okay. Es kommen Skelettwürmer aus dem Boden raus. Ja klar. Ach, ein Bogen. Hä? Von wo? Der? Ach, da hinter dem steht noch ein Bogenschütze jetzt. Oh Mann, ey. Ah, was passiert? Ich lauf weiter. Oh, nee. Nee, nee, ich kill euch erst. Okay. Was ist hier los? Was ist das denn jetzt für ein Unsinn? Oh, oh Mann, dieses Spiel, eine Schandtat nach der anderen. Ihr könnt mich doch nicht... Was ist das? Warum? Warum werde ich hier... Was ist das? Warum? Hier sind kleine Miniskelette, die mich vergiften. Ihr... Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein. Wie schnell stirbst du? Schnell genug, dass ich abhauen kann. Ah. Nee, ich hab keinen Bock auf Miniskelette. Ah, aua. Aua, lass mich hier durch. Heldenseele, okay. Nein. Oh. Da drüben steht noch einer von denen. Da unten sind noch mehr kleine Skelette. Ich hätte gerne irgendwie geguckt, ob ich hier nicht doch ein Leuchtfeuer finde. Bevor ich da oben durch die weiße Wand gehe. Ah, oh, da kommen ja noch mehr. Da sind ja noch mehr. Wo kommt ihr denn alle her? Ihr steht wieder auf. Wegen dem Feuerfuzzi da vorne, ne? Das war das letzte Mal schon so. Okay, ich gehe jetzt durch die Wand. Das kostet mich hier alles zu viel. Zu viel Flakon. Gedönse und so. Ich glaube, ich finde hier kein Feuerchen. Sieht jedenfalls nicht so aus. Komme ich von da? Keine Ahnung.
Nebel. Nebel. Boss? Boss. Oh, scheiße. Oh. Warum? Wow, hab ich Schaden gekriegt. Oh. Es wird ein riesiges Skelett-Wulst-Monster werden. Skelettwurm-Monster. Shit. Einen Flakon. Und das letzte Feuer war etwas weiter oben. Ach, come on. Einen Flakon, weil ich einen nehmen muss, weil ich hier runtergefallen bin. Ach ja, guck mal, hey, reicht ja nicht. Reicht ja nicht, dass ein riesiges Skelettwulstmonster dabei ist. Es müssen auch noch kleine damit kommen. Bleiben die wenigstens liegen oder stehen die wieder auf? Die stehen wieder auf. Scheiße. Ja, ich weiß. Dass ihr hier seid. Ich weiß es doch. Shit. Okay, Moment. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Okay, das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht, dass ich da so einen guten Weg jetzt gerade runtergefunden habe. Und ihn kann ich nochmal versuchen zu erwischen. Invasion? Was? Oh, hab ich mich erschrocken vor dem. Ah, da ist er. Hoppla. Wow. Hey, Junge. Kannst dich nicht dreimal heilen und erwarten, dass ich dich das einfach tun lasse? Boah, was der an Schaden rausknallt mit der Waffe. Das ist ja brutal. Ey, hör auf, dich zu heilen jetzt. Oh, und der macht auch noch Schaden durch mein Schild durch, ne?
Ja. So, wie war das hier runter? Den Lichtern folgen. Genau, fall auf mich drauf. Hier runter droppen, da runter droppen und durch. Ist der Boy jetzt noch hier? Obwohl ich untot bin wieder? Nee, ne? Jetzt ist er nicht mehr da. Weil er mich besiegt hat. Ah, ah. Uncool. Ach so, ja, stimmt. Ach, eigentlich wisst ihr was? Scheiß drauf, ganz ehrlich. Weil, was soll ich denn machen? So, ich muss jetzt hier noch einen guten Weg durchfinden. Muss hier noch einen guten Weg durchfinden an denen vorbei. Einfach geradeaus rechts erledigt. So, und jetzt droppe ich hier ein bisschen vorsichtiger und hoffe, dass ich nicht so viel Schaden krieg. Ja, ich habe dich schon spawnen sehen, muss ich nicht nochmal angucken. Doch, ich habe wieder so viel Schaden bekommen. Shitty. So, was geht denn hier unten sonst noch so? Kann ich irgendwas für mich ausnutzen vielleicht? Nee, da sind nur riesige Skelette. Ist nicht nur der Nito. Wow, der mir sogar einfach durchs Schild hindurch dicken Schaden knallt, ey. Okay. Wie kriege ich die Kleinen kaputt? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Und dann rollen die auf einen zu, ne? So was Assiges. Nee. Okay, das hat jetzt. Ey, 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 Leute, Leute, Leute. Ey, 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 ey. Durch Gegner durchhauen. Hier haben wir es gleich fünfmal. Das, was ich beim guten, bei den guten Doppelgängern da. Mega uncool. Mega uncool. Aber ich kann auch nichts dagegen machen, dass die aufstehen, ne? Kann ich irgendwas dagegen tun?
Ups, das war falsch. Egal, ich komme hier wieder hoch. Hopp. Tut mir leid, Leute, dass ich euch gestört habe. Ihr könnt gleich weitermachen. Ihr könnt gleich weitermachen. Gibt es irgendetwas? Ne, man kriegt hier jedes Mal Schaden, ne, wenn man da runterfällt. Das ist auch so eine saumiese Nummer. Gibt es irgendetwas, was ich gegen diese kleinen Bastardskelette machen kann, die hier noch dazukommen zu Nito? Ja, ist okay. Einfach hier stehen bleiben? Kommen sie dann nicht? Vielleicht? Ah ja, guck mal. Nee, da kommt schon der Erste. Okay, stehen bleiben ist auch keine Option. Wow! Okay, der Schrei ist... Ja, ja, ich habe den Schrei gehört, dass es kommt, aber man drückt dann ausweichen und man wird aber dreimal gekillt von Skeletten und angefragt und man hat einfach dann keine Chance. Okay. Ich hatte gehofft, der hat vielleicht irgendwie jetzt die Waffe gemacht. Die Waffe gemacht, die ich wollte. Oder die er mir versprochen hat, aber das scheint hier alles nicht... Scheint nicht so zu funktionieren. Wait. Das ist das falsche Feuer. Nee. Ist das eins, zu dem ich mich nicht teleportieren darf? Oh, warte mal, wenn ich gerade hier bin, fragen wir den auch nochmal, ob er denn endlich meine Waffe fertig gemacht hat. My, that's a rare ember. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that? I could produce divine weapons with a... Kriegst du halt nochmal was? You've made a fine decision. You soon shall... Keine Ahnung. Jetzt hat er noch mal was gekriegt von mir. Göttliche Waffe. Ist das der richtige Teleport? Sind es die Tiefen gewesen? Nee. Scheiße, nein! Ich darf mich da nicht hin teleportieren. Ach, Mann, ey. Nee, warte. Nicht!
Warum darf ich mich zu diesem anderen Leuchtfeuer nicht teleportieren, Mann? Das ist... Jetzt bin ich bei dem beschissenen Leuchtfeuer hier. Eine Ebene höher. So, ey, ja, genau. Cool. Ach, Mann, ey. Ja, klar. Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder? Da unten will ich hin, zu dem Leuchtfeuer. Ach, hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Haha. Ja, ja, geil. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, gerade. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist die falsche Richtung, oder? Nee. Gut, war ein Versuch. Hat nicht geklappt. Ich habe gehofft, ich kann mich dahin rollen zu dem Leuchtfeuer. Gibt's denn noch was? Gibt's denn noch irgendwas? Also da oben in Anor Londo war ich. Das ist vom Level her, hätte ich gesagt, das passt nicht. Vom Level her passe ich hier eigentlich ganz gut hin. Die meisten Mobs sind schnell tot. Das ist ganz in Ordnung. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, dass ich nochmal runtergehe. Zum... hierhin. Dass ich nochmal in die Lava runtergehe und mir das mal kurz anschaue. Weil ich sehe gerade nicht, dass ich... Ich sehe nicht, dass ich diesen Nito kill. Ich sehe es nicht. Diese ganzen kleinen Mistviecher, die da unterwegs sind und dieses Ganze, das ist... Da müsste ich so oft reinrennen. Einfach nur, um aus Glück... aus Glück dahin zu kommen. Aus Glück irgendwann den Kill zu machen. Das wäre pures Luck. Das hätte nichts damit zu tun, dass ich... Kenken, guten Morgen. Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist. Das hätte irgendwie nichts damit zu tun, dass ich mit Skill Nito kill. So, sehe ich nicht. Mir fehlt vielleicht aber auch einfach ein Zauber. Vielleicht sollte ich mich mal mit Zaubern beschäftigen, die... ein bisschen Flächenschaden machen oder vielleicht Nito aus der Entfernung irgendwie ein bisschen Schaden zufügen. Irgendwelche solche Späßchen. Das sind so meine Gedanken gerade. Da ich hier aber auch ganz gut eigentlich das letzte Mal schon, als ich hier war, die Kills gemacht habe, sehe ich mich gerade hier. Außer er weicht natürlich aus. Ah, okay, nee. Hier sehe ich mich doch nicht. Ich muss viel zu oft draufhauen, um den Kill zu machen hier. Ich hatte das anders in Erinnerung. Das hatte ich anders im Kopf. Was ist denn noch offen? Welche Gebiete sind denn noch offen?
Anor Londo ist dicht. Das da oben, da komme ich nicht weiter. Den mache ich auch so wenig Schaden. Bei Nito habe ich schon gut Schaden gemacht, aber ich sehe halt diesen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Skelette? Ich habe es noch nichts gefunden. Welche Bosse sind tot? Der hier? Einige, tatsächlich. Es sind einige Bosse tot. Hier, Dingens, den letzten, also den ganzen Wald platt gemacht, Anor Londo gecleared, also nicht den oberen Teil von Anor Londo, wo dann aufgemacht wird, wenn man das Herrschergefäß hat, sondern eben hier die beiden, den Drachentöter und den Henker. Dick und Doof habe ich gekillt, ja, und alles, was bis dahin nötig ist, und Nito ist, steht jetzt auf dem Plan. Eigentlich hauptsächlich hätte ich gesagt. Vielleicht kann ich. Gibt's hier beim Sonnenlichtaltar, gibt's da noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich habe auch diese ganzen Glutdinger, habe ich jetzt den Schmieden gebracht. Diesen Drachen hier, kann ich den Drachen irgendwie. Weiß ich nicht. Hey, hast du irgendeine neue Erkenntnis? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Ja, du bist der Papa von der Prinzessin, die mir diesen tollen Ring gegeben hat. Ich hab schon verstanden. Geht hier irgendwas? Auch nicht so richtig, ne? Da oben habe ich schon alles platt gemacht. Hinten gibt es, glaube ich, auch nichts, was mir noch irgendwie fehlt. Ich gehe nochmal zu dem anderen Schmied hin. Ob der jetzt fertig ist? Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, er hier ist weg. Ah, warte mal, ich habe doch aber. Moment mal. Ich könnte zumindest. Hier sowas mal angucken. Hallo? Achso. Da brauche ich zu viel. Okay, nee, das geht nicht. Da habe ich keinen. Da fehlt mir die Intelligenz. Und bei dem anderen fehlt mir der Wille. Und ich vermute mal. Große Zauberwaffe. In der Drachenschule von Windheim ist es. Nur Schwertkämpfer mit Spezialauftrag gestattet, diesen Zauber, der diversen Waffen mächtige Kräfte verleiht, zu erlernen. Diversen Waffen mächtige Kräfte verleiht. Das klingt sinnvoll, das zu lernen. Oder halt zumindest die Intelligenz da zu erhöhen, dass ich das machen kann. Einer der einzigartigen Halszauber von Neu-Londo. Möglicherweise gab sie ihre Pflicht als Hüterin auf, um ihre Kunst der Heilung nach Schandstadt zu bringen. Heilerin Julva, Hüterin des Siegels, reduziert Blutung und Gifteffekte. Ja, bringt mir nix. Hüte dich vor den aufrichtig gesegneten Klerikern, die sie nicht gleich zu überwinden. Unter den Klerikern gebräuchliches Wunder, schrittweise Trefferpunkte Wiederherstellung. Klingt auch nicht schlecht. Explosive Wucht. Das ist dieser Schockwellenkugel um mich herum. Ja, ungenügende Werte für diesen Zauber. Das habe ich gesehen. Okay. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Wille und Intelligenz sollte ich hier einfach mal, damit ich Zauber benutzen kann, auch mal leveln. Wenn ich was finde dazu. Ich meine, was heißt, wenn ich was finde dazu? Lass uns doch mal gucken. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Hier steht, erhalte Seelen oder fertige, einzigartige Waffe. Deswegen behalte ich diese ganzen. Genau, den Mondschmetterling, Quelak, hier seht ihr es, Eisengolem, Smaug, Sif, alles am Start hier. Aber
Ich kann doch mal die hier, die kann ich doch schlucken. Ich level jetzt ein bisschen Intelligenz und Wille. Nee, das wollte ich nicht. Weil ich brauche ja wesentlich mehr Seelen. Um hier irgendwas leveln zu können. Bin ja schon relativ... Ja, 19.000 für einen... Oh Mann, ey, da reichen die Seelen halt vorne und hinten nicht, ne? Auf 40.000 müsste ich ungefähr kommen. Ja, guck mal, passt. Und jetzt muss ich ganz kurz schauen, was für einen Zauber will ich denn überhaupt haben. Explosive Wucht, das hilft mir das bei Nito. Könnte sein, gegen diese ganzen Kleinen. Aber ich bin wirklich versucht, die große Zauberwaffe zu lernen. Aufladung 3. Ist das die Dauer, die es braucht? Aufladung 3. Und hier, warte mal, was braucht die Intelligenz? So viel Intelligenz kann ich nicht skillen. Die braucht 4. Das ist gerade eigentlich fast vollkommen egal. Auffrischung. Das könnte ich lernen. Das würde reichen. 2x Wille. Linderung. Was macht Linderung? Ah, das war auch irgendein Heilzauber. Ah, genau. Reduziert Blutung und Gift. Diversen Waffen mächtige Kräfte verleiht. Das finde ich aber cool. Ich stehe so auf dem Schlauch, ne? 18. 15. Ja, eigentlich, also die große Zauberwaffe, das klingt für mich in meinen Ohren am besten. Dafür brauche ich Intelligenz. Ich will halt diese Seelen der Bosse will ich jetzt nicht benutzen dafür. Weil vielleicht... Aber ich denke, meine anderen Seelen werden nicht reichen, dass ich auf so viel Intelligenz komme, ne? Nee, niemals. No chance. Es reicht vielleicht gerade so noch für ein Level. Nee. Reicht nicht für ein Level. 20.777. Ah, Mist, 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 Mist. Ich muss einmal mit dem Kollegen hier reden und ihm sagen, dass seine Lady da unten feststeckt. Vielleicht holt er sie ja wieder. First playthrough, ja, absolut richtig. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Oh, der hat ja auch noch was. Scheiße. Ganz normale Heilung, oh, Rückkehr, große Heilung, Wucht, Schockwelle, erzeugt Schockwelle, fügt keinen Schaden zu, wirft Gegner zurück. Nee, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Das Zeug, ich dachte, ich kann mit ihm reden und ihm sagen, dass seine Lady da unten feststeckt. Und F2, Cook, hi, servus, schön, dass du da bist. Okay. Hey, du bist ja wieder wach. I am pleased to see you well. Unversehrt, ja klar. Etwas Dringendes. Hä? Ha.
Soll ich dem? Ich gebe dem jetzt mal. Ich probiere einfach, ne? Ich meine, was soll ich machen? Ich hab aber mehrere. Also Moment mal. Moment mal. Ja, alles klar. Ja. Passt schon. Was habe ich? Wie viele? Grüne Scherbe. Nee, Brocken. Grauer Brocken. Weißer Brocken. Also graue habe ich am meisten. Grauer Brocken. Grauer Brocken beschädigt, wird große Scherbe. Ach, okay. Ah. Füttern. Man füttert ihm das Zeug. Ist das bescheuert. Jetzt hat er mir aus einem grauen Brocken drei große Scherben gemacht. Okay. Verstanden. Nom 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 nom. Und spuckt's wieder aus. Is it something urgent? Und wie viele kleine Scherben kriege ich? Farewell, chosen undead. I remain here. 5. Okay, ach so, wow, das sind dann aber, da kriegt man schon einiges raus. Aus einem grauen Brocken werden 15 kleine Scherben. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch mal gucken, weil ich jetzt genug von diesen Dingern habe, ob ich irgendeine Waffe aufleveln will. So richtig, richtig krass, einfach voll nach oben ballern. Ich habe ja so viel. Ich kämpfe die ganze Zeit mit meiner Axt, hätte aber gerne etwas, das ich höher leveln kann. Noch höher. Ich hätte gerne irgendwas richtig krasses. Habe ich irgendwas, das ein bisschen heftiger ist? Muss ich jetzt mal überlegen, so, ne? Also. Weil ich glaube, dass diese Axt jetzt dann doch langsam mal ausgedient hat, habe ich so das Gefühl. Hier zum Beispiel. Astoras Schwert. Da habe ich noch nicht verstanden, was die Magie soll. Angriff, Magie. Ein magischer Angriff. Und zusätzlicher Effekt. Heilig, schätze ich mal. Wird das sein. Sehe ich ja auch nirgendwo eine Erklärung oder so. Aber ich mache das jetzt. Ich baller Astoras Schwert bis in die Unendlichkeit. Da wird ein bisschen jetzt gebackseat-gamed im Chat. Skaliert mit Glaube. Aber. Was ist Glaube? Meinst du Wille? Steht das irgendwo? Nötige Attribute, 14 Wille. Also ich habe 14 Wille. Die Attributbonus C. Ach so. Ja, aber Attributbonus Stärke ja auch. Attributbonus C. Hier steht nichts von C. Also A wird das Beste sein und dann ist aber C jetzt auch nicht so wild, hätte ich gesagt. Ich guck nochmal durch, was haben wir denn sonst noch so? Ein Parier, Kurzschwert, nee, das ist alles Standardzeug, ein Langschwert, was weiß ich. Das gerade Kristallschwert, das war cool, aber das ist kaputt und ich krieg's nicht repariert. Zerbrochene Schwerter, Schwertgriff, ein Claymore, das ist ein Riesending,
Schlangenschwert ist auch ein Zweihänder. Großschwert plus 4. Ja, das habe ich benutzt für die gute Spinne. Das war ganz nützlich, aber ich glaube, mir schien gegen Nito. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. So eine Gargoyle-Axt vielleicht. Ist das ein Einhänder? Nee, ne? Das ist auch ein Zweihänder. Angriff normal. Nee, das ist ein... Nur deine Meinung. Ja, lass mich trotzdem mal... Was steht denn hier bei meiner aktuellen Waffe? Steht Angriff normal? Sehe ich denn irgendwo Waffentyp, Angriffstyp? Normal. Normal. Okay, also das... Die Gargoyle-Äxte wären zum Beispiel jetzt auch so ein Ding. Die machen natürlich schon mal mehr Grundschaden. Und das sind, glaube ich, besondere Waffen. Die geben mir D und C auf D. Weiß ich nicht. Hier, Dämonen-Groß-Axt. Die hat ein A auf Stärke. Die kann ich aber noch gar nicht. Ich habe noch keine 46. Ich habe noch gar nicht 46 Stärke. Also hat sich das sowieso schon erledigt. Gut, die Keule, Pickaxe. Ja, absolut. Aber ich weiß, bei Astoras Schwert zum Beispiel... hier, F to cook. Da weiß ich, wie es angreift. Und das würde absolut dazu passen. So habe ich nämlich das Spiel angefangen mit einem Breitschwert. Und Astoras Schwert ist, glaube ich... Ich probiere es mal ganz kurz. Wie? Wait, what? Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber du hast natürlich absolut recht. Lieber einmal testen, bevor man was tut. Ja, nee, das war genau der Angriff, den ich auch hatte. Ich will es einfach probieren. So, also, was brauche ich denn, um Astoras Schwert zu leveln? Gucken wir mal ganz kurz. Also, erstmal nötige Seelen, Funkeltitanit. Mist. Das ist schon in die Hose gegangen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ha! Scheiße. Astoras Schwert plus 4. Ich hätte es schon gerne auf plus 10 geballert, ne? Und jetzt brauche ich dafür Funkeltitanit. Woher hatte ich Funkeltitanit bekommen? Von diesen kleinen Wuselwesen, glaube ich. Egal, ich probiere es mal zu benutzen. Ich meine, es hat jetzt vom Schaden her... Hoppla. 112. Boah. Und die anderen sind tausendmal besser. 218 auf meiner Krampfaxt. Also Astoras Schwert behalten wir im Hinterkopf. Ich muss mir noch ein anderes suchen. Das ist zu schwer. Die Kampfaxt. Ja, krude Kampfaxt. Ja, die habe ich halt, die habe ich die ganze Zeit gespielt. Aber die kriege ich nicht höher gelevelt. Die kriege ich nicht umgewandelt, nix. Oder vielleicht habe ich bei dem anderen schon geguckt. Moment. Das war, glaube ich, hier.
What's that then? Oh ja, dem seine Stimme macht mich wahnsinnig. Nicht Waffe verstärken, Ausrüstung umwandeln. Nee, eben genau, da geht nix. Ja, pst, kann deine Stimme nicht ausstehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das bei mir... bei mir macht der wilde Sachen bei der Stimme. Ich dachte, das wäre so, aber wenn du jetzt da so... So soll die nicht sein, okay. Ich dachte, das wäre Absicht. Na gut, egal. Ich rede einfach nicht lang mit ihm. Das ist nur bei ihm. Also nochmal durch die Waffen durchgehen. Ich will mir halt auch nichts kaufen, weil das macht doch keinen Sinn. Außerdem habe ich allen Schmieden. Jedem Schmied. Als Skelett kommt man schwerer an den Kehlkopf ran. Eben. Eben. Genau so ist es. Ich habe jedem Schmied jetzt schon irgendein Zeug gegeben. Und keiner von denen baut mir eine Waffe fertig. Mal ganz kurz neu orientieren. Ach, guck mal, hier bin ich draufgegangen das letzte Mal. Nice. Autsch. Musste ich nicht hier lang? Nee, musste ich nicht. Der hatte schon immer Kehlkopfprobleme, ja. Würde ich auch sagen. Hier bin ich falsch. Dreimal darfst du raten, was mit dem netten Herrn passiert ist, der da unten saß. Ja. Wo war denn das hier nochmal? Hier. Oder? Bin ich hier richtig? Ja. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Alles klar. Demjenigen, der die Katakomben im Spieltest hat so durchgehen lassen, den will ich barfuß auf ein Nagelbrett schubsen. Mein Gott, das wird hier zum Zungenbrecher. Mein Gehirn ist auch schon durch von diesem Spiel. Liegt nicht an deinem Schreibstil. Liegt an meinem Kopf. Mist, wo muss ich hier nochmal lang? Aua, lass mich durch. Nein, ich glaube, hier bin ich. Ah, Hilfe! Wo muss ich nochmal? Ich weiß. Ich habe den Weg nicht mehr im Kopf. Ah, hier sind drei. Nein, hier bin ich falsch. Scheiße. Miyazaki. Der schläft auf einem Nagelbrett. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sind meine 10.000 Seelen weg. Ja, egal. Ach der, ja genau, jetzt kommt natürlich der Rhythmus, wo er dreimal zuhaut. Nee, hier bin ich doch falsch. Wo will ich denn lang? Oh, hier unten ist was. Ein weißer Brocken. Haha, okay. Nee, lass mal. Hier? Hier bin ich richtig. Hey. Hier will ich lang, okay.
Okay, gucken wir mal, was mein neues Schwert hier unten so treibt. Good luck, ja. Glück kann ich brauchen, auf jeden Fall. Schauen wir erstmal, was die so... Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ah, Nito ist mir ein bisschen zu nah dran gerade. Wuhu! Ah, und schon wieder dieses Durchschlagen durch Wände, ey. Oder durch... Okay. Irgendwas explodiert. Warum explodiert er? Ist das einfach Lucky, dass jetzt die Skelette nicht mehr aufstehen, oder was? Oh oh, oh oh, nein, lass mich weg. Nein, ich bin zu nah dran. Shit, ich war weit genug weg, aber bin dann reingelaufen. Ja, jetzt hätte ich gerne meine krude Kampfaxt. Weil ich nämlich wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte weg hätte, wenn ich die andere Axt hätte. Und jetzt treffe ich ihn nicht. Warum auch immer. Warum ist das... Okay, warum auch immer. Vielleicht ist es doch die Magie des Schwerts, die mir hier gerade hilft, dass die Skelette nicht aufgestanden sind. Keine Ahnung. Aber vorhin hatte ich die größten Probleme einfach mit diesen Skeletten, die nicht sterben, liegen bleiben wollten. Und jetzt hat er hier ein Rüstding. Keine Ahnung. Oh oh. Ah, ich bin zu nah dran, glaube ich. Ja, shit. Einmal saufen. Ah, Mist. Ja, der Schrei. Dann war es doch die richtige Wahl, Astoras Schwert zu nehmen hier an der Stelle, wenn ich das im Chat lese. Da sind wir schon wieder an dem Punkt, was ist zu viel Backseat Gaming, ne? Aber diese Information, in dem Fall liegt es tatsächlich an Astoras Schwert. Ich habe die richtige Wahl getroffen, so. Das ist wahrscheinlich dieser Heiligschaden, der da unten dran steht, oder dieser Wert da unten mit diesem Heiligenschein, der unten erkennbar ist. Ja, selbst wenn ich Fragen stelle, dann will ich euch nur an meinen Gedanken teilhaben lassen. Dann ist das nicht unbedingt eine Frage, die beantwortet werden muss. Das ist immer so eine schwierige Entscheidung.
Alles gut, alles gut. Fand ich jetzt nicht als zu viel Info. Ist ja quasi... Hatte ich rausgefunden, und die Vermutung stimmt in dem Fall. Nein, das ist schlecht. Fuck. Jetzt konzentrieren. Ich bin mal ganz kurz im Spiel, Jungs und Mädels. Nein, lass mich in Ruhe, was auch immer deine Brutzelhand macht. Ah! Oh nein, da sind Dicke. Ich bin in die Dicken reingeflogen. Ach, Schande. Das ist schlecht. Ach, nee. Fucking hell. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Oh, shit. Ah, Mist. Ja, alles gut. Das war jetzt kein Backseat Gaming so richtig, sondern ich hatte mit meiner Vermutung recht in dem Fall. Passt. Ah, das war jetzt ärgerlich, ey. Das war der erste Versuch mit dieser Waffe und aber nice, ey. Nice, habe ich die richtige Wahl getroffen. Das plappern die Dark Souls Wiki. Alles gut. Alles gut. Ich versuche ja, also ich möchte wirklich hier, ich habe keine Ahnung und ihr erlebt wirklich jemanden, der ich habe zwar wirklich, ich habe einen Speedrun gesehen, ja, und ich habe mal auch das ein oder andere hier diese DLDU, ja, so heißen sie, habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, kurz mal zwischendurch. Aber das war's. Und da erfährt man ja nicht so wirklich, wie das Spiel funktioniert, wenn man es einfach casual durchspielen möchte. Ich hab noch... Achso, so, du fragst F2Cook. Okay, alles klar. Entschuldigung. Ich dachte, ich bin gemeint. Ich habe nämlich noch gar kein Souls-like gespielt. Das ist das allererste Mal überhaupt diese Art von Spiel. Nein, nein, nein. Oh. Wow. Jetzt hat es vorhin so gut funktioniert. Natürlich muss es jetzt wieder... Ich hatte auch noch... Oh, ich hatte noch diesen Kopf drin. Das ist natürlich... Nee, ich will hier runter. Und dann hier ums Eck rum... Hier runter, da rein. Genau, so. Jetzt hat Le. Ja, ich möchte tatsächlich Dark Souls 2 auch mitnehmen, einfach wegen der Story. Weil ich ja jetzt hier doch ein bisschen was von der Story mitkriege. Es wurde zwar immer gesagt, so, ja, in Dark Souls, da kriegst du keine Story mit und so. Aber ich find's eigentlich okay, wie es erzählt wird. Man redet halt ab und zu mit irgendwelchen Leuten, die einem wirres Zeug erzählen und erschließt sich so ein bisschen was. Nope. Unnötig. Unnötig hier getroffen zu werden. An dieser Stelle. Die Leute passen nicht auf. Ja, ich denke auch. Sowas in der Art.
Auf jeden Fall ist der Praise the Sun Boy, das ist der Papa von der guten Prinzessin. Ich glaube. Ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, in was für einem Satz ich unterbrochen wurde. Naja, aber ich schleppe immer noch diese... Ach nö, die 10.000 Seelen habe ich schon verloren gehabt. Okay. Ja, ja, genau, der Praise the Sun. Also es scheint mir so, jedenfalls nach dem, was da so erzählt wurde. Schien es mir, weil irgendwie was von Sonnenkönig und er mag das so und ist jetzt aber irgendwie abgehauen und ist nicht mehr auffindbar. Und dann ist da ein Typ, der quasi durchs... Oh Gott, schon wieder. Der durch die Lande reist und... Und die ganze Zeit von der Sonne redet so, also scheint mir doch relativ offensichtlich. So, guter Nito, jetzt bist du wieder an der Reihe und ich darf nicht da hinten zu den großen Skeletten gehen. Was auch immer diese... Okay. Nein, 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 nein. Aua, jetzt hat er mich erwischt. Verdammt. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Nicht killen, bitte. Nicht killen, bitte. Danke. Lass mich einen saufen kurz. Naja, geht. Geht, geht. Damit bin ich absolut einverstanden. So. Der Praise the Sun Typ ist der, dessen Platz ich einnehmen soll, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bin jetzt, keine Ahnung. Oh oh. Ich glaube, jetzt haben sie mich gesehen, die Großen. Oh oh, nein, zu spät! Verdammt. Okay, nee, die Großen kommen noch nicht. Sehr gut.
Warum treffe ich ihn nicht? Oh oh. Das war eng. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht. Nervig. Oh, reicht es? Nein, es reicht nicht. Ich darf halt nicht in diese dämlichen Skelette rein. Weil gegen die Großen will ich nicht auch noch kämpfen. Die Kleinen, dass ich die platt gekriegt habe, das ist in Ordnung. Der Finsternismantel. Oh oh. Ja, vorhin war er noch weiter unten. Also, oh! Mist. Naja. Ah, nochmal den. Okay. Lass mal. Ich kann halt auch nicht da durchhauen, ne? Anscheinend. Ach, nochmal den, okay. Oh oh. Alles gut. Jawohl. Ah, den nochmal. Okay. Ja, ja, jetzt willst du mich auf Abstand halten. Schon klar. Keine Eile, nicht gierig werden. Nicht gierig werden, alles gut. Yes, das war's, oder? Ja, sieht gut aus. Nice. Fürstenseele, die erste. Super. 1A. Und hier unten haben wir ein Leuchtfeuer.
Wunderbärchen. Oh, es war so die richtige Entscheidung, doch dieses Schwert zu nehmen, dass diese Boys nicht mehr aufstehen. Oh. Jetzt habe ich aber... Mir fehlt doch jetzt... Oder bin ich da durch? Auf dem Weg runter in die Katakomben, da war doch nochmal Nebel, oder? Also, überlege ich jetzt gerade. Da war nochmal Nebel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich durch diesen Nebel durchgelaufen bin. Habe ich gesagt, ich will Intelligenz steigern, ne? Wegen dem... Wegen der großen Zauberwaffe. Intelligenz. Ja, auf 15. In den Katakomben, ja, okay, aber nee, weiter vorher noch. Ich war noch nicht in den Katakomben, ich guck da einfach gleich mal hin. Alles easy. So, hier geht's jetzt wahrscheinlich da, hier ist ein Leuchtfeuer, weil ich mich teleportieren soll, vermute ich. Ich vermute, hier soll ich mich teleportieren, weil ich hier nicht mehr rauskomme, ne? Ja, passt. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Da kann ich mich nicht hinteleportieren, wo ich dachte. Man kann sich nicht an alle hin... Ich guck kurz da runter. Ich renn da kurz hin. Ist natürlich sehr ärgerlich, dass mir jetzt nur ein paar X-Seelen finden fehlen irgendwie. Aber ich habe eine Idee. Ich mache jetzt erst das, damit ich einmal leveln kann. Hey, er pennt wieder. Mir fehlen ja nur 22 irgendwas Seelen. Die dämliche Krähe. Irgendwann kümmere ich mich auch noch um die. Was ist das da unten? Moment. Hier bin ich ja noch nie runtergelaufen. Komm, haut mal zu, Jungs. Jetzt, nachdem ich euch killen kann. Ey. Was ist hier? Ach so. Ich dachte, das wäre irgendwie sinnvoller Loot, aber es ist nur... Ach. So ein Mist. Da hinten? Ah nee, das ist ein... Ach, das ist auch nur das Schwert des Skeletts, was da so leuchtet. Wild. Ah ne, dann ist das hier auch Katakomben irgendwie. Also in dem Fall. Ah, explodiert mal bitte nicht. Ne, in dem Fall renne ich doch dann jetzt. Ja, wobei, doch, ich kann kurz runterlaufen. Hier ist ja das. Hier gibt ja das Leuchtfeuer. Kann ich einmal ganz kurz hier. Reset. F2, also guck. Ich werde sowieso einen zweiten Playthrough,
Playthrough machen, also ich möchte ein zweites Playthrough machen. Und da ist dann volles Backseat-Gaming erlaubt. Also, das ist der Plan hier. Das ist so meine Idee, die ich habe. Einfach um auch euch die Möglichkeit zu geben. Da ist ein Nebel. Da komme ich aber jetzt gerade noch nicht hin. Moment. Ach komm. Hey, Jungs. Muss jetzt echt nicht sein, dass ihr hier so wild tut. Und das würde mich wirklich freuen, wenn ihr dann natürlich auch beim zweiten Playthrough mit dabei seid. Oh no! Und dann entsprechend genau da dann die Infos raushauen könnt. Alle Infos dann in den Chat ballern und ich lese schön mit und versuche rauszufinden, was ich beim letzten Mal verpasst habe, was Sinn macht, was man als erstes tun sollte, dieses ganze Zeug. Also dann volles Backseat-Gaming. Auch sagen, dann geh da zuerst hin, da macht's wirklich Sinn, falls ich das irgendwie jetzt hier sinnfrei mache. Also was für mich okay ist, wenn wirklich jemand jetzt, wenn es einem wehtut, wenn einem der ein oder andere, die ein oder andere Sache so richtig wehtut, die ich hier tue. Ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist halt ein First Playthrough. Ne? Das sieht immer ein bisschen nicht ganz so professionell aus, sage ich mal. Aber... Ah, da ist schon die ein oder andere Sache mal passiert. Da habe ich dann einen Tipp im Chat gekriegt. Das war dann okay. Wie ist er zu Nito gekommen, ohne dieses Gebiet zu durchqueren? Also ist es in dem Fall auch ein Weg zu Nito. Aber ich guck's mir kurz an. Jetzt wird's dann eng mit meiner Ausdauer. Ja, ja, schon verstanden. Ey! Das ist jetzt uncool, Jungs. Uncool. Ich guck mir das nochmal an. Ich kann dir zeigen, wo ich lang bin. Mach ich gleich. Alles gut. Nein. Ach, das war dumm. Falsche Abbiegung. Das ist ja jetzt kein so richtig hartes Backseat-Gaming, was mir irgendwie meine Entscheidung abnimmt, da hinzugehen. Ich gehe trotzdem da lang. Hier muss ich rum. Genau, und dann zeige ich dir, was passiert ist. Ey. Also, da hinten war ich schon. Den Hebel habe ich umgelegt. Dann bin ich hier rein. Und hier nach unten. Und dann war ich auch schon beim Schmied. Hier nach unten geht's zum Schmied. Und wenn ich jetzt da runter hüpfe, komme ich nicht mehr hoch.
Also noch tiefer quasi hier. Da einfach nach unten und dann nochmal runterfallen und noch tiefer und... Ey, Jungs, ey, Mensch, ihr dämlichen Skelette, ihr nervt mich manchmal. Wenn du hier runter gehst... Dann gibt's hier einmal irgendwo zwischendrin einen Loot... Den Hebel habe ich auch schon bedient. Und hier kannst du noch tiefer. Hier kannst du runter und stirbst nicht. Und da unten geht's dann zum Schmied. Aber wie gesagt, da komme ich nicht mehr hoch. Ich will ja hier oben noch ein bisschen gucken, ob ich was verpasst habe. Aber ich glaube nicht. Hier. Ah, seid ihr, macht ihr wieder Stacheln? Ich höre was. Ah, da geht jetzt das Ding auf. Okay. Oh, aua. Aha. Hey, hier ist ein Leuchtfeuer. Lol. Warum? Voll unnötig für mich. Aber ich kann kurz meine Seelen loswerden. Und die Zauberei einstimmen. Jawollo. Große Zauberwaffe. Und wir probieren die große Zauberwaffe. Okay, ich kann es nicht tun. Ha. Hier klimpert immer noch irgendwas. Da unten geht's auch noch irgendwo rein. Und da unten geht's auch noch irgendwo lang. Was ist denn hier noch alles? Na, hier komme ich wahrscheinlich dann da unten durch, ne? Ja, genau, der Nebel ist jetzt auf. Stopp! Da steckt irgendwer in der Wand drin. Schatz! Nee! 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 Ich glaube, ich muss hier nicht mehr lang, ne? Ich muss hier nichts mehr tun. Nö, nö. Nö, nö, nö. Es reicht. Ich bin zufrieden mit den Katakomben. Ich bin vollkommen zufrieden. Okay. Kann Astoras Schwert Geister besiegen? Das ist jetzt die Frage, die als nächstes fällig ist. Ich probiere einmal ganz kurz. Ja, bring mich mal kurz darunter, bitte.
Ich will mal einmal ganz kurz das Ding abgeben, gucken, ob ich irgendwas Besonderes bekomme dadurch, ob ich irgendeinen Bonus krieg. Vielleicht schaltet sich ja was frei, wenn ich das jetzt abgebe, Nitos Seele. Nee, okay. Nö, okay. Sieht gut aus. Also, dann möchte ich jetzt einmal testen, ob Astoras Schwert... Habe ich das schon probiert? Ich weiß es gar nicht, ob ich das schon getestet habe. Deswegen laufe ich nochmal runter und schau mal, ob Astoras Schwert Geistern Schaden macht. Warum ich die große Zauberwaffe nicht verwenden kann, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aufladung 3. Magie 1. Intelligenz passt. Wille brauche ich dafür nicht. Muss ich menschlich sein dafür? Moment, steht da irgendwas dran? Verbesserte Version von Zauberwaffe. Große Magieverstärkung. Rechte Waffe. In der Drachenschule. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Weil meine Waffe bereits Magie verstärkt ist. Nö. Auch nicht. Ha. Komisch. Menschlichkeit, genau. Menschlichkeit einmal probieren. Ob ich dann vielleicht den Zauber benutzen kann? Nö, hängt auch nicht damit zusammen. Zum Zaubern einen Zauberstab. Oh, wait. Stimmt, ich musste vorhin, das letzte Mal, als ich was gezaubert habe, musste ich... Um das benutzen zu können, das hier, Pyromantieflamme, benutzen. Dann konnte ich Feuerzauber machen. Oh. Ein Zauberstab, ja. Da sind wir jetzt auch schon wieder. Was? Was will der von mir? Ich habe nicht gelesen. In any case, I definitely. Apologies, my friend. Forget that I said it. Goodbye then. Be safe. Don't you dare go alone. Shit. Das habe ich nicht gelesen, weil ich dachte. I'm pleased to see you safe. Ja, der wird mich nur wieder gefragt haben, ob ich auf Zauber stehe oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oh, I'm sorry. Sometimes I lose myself. Hat der einen Zauberstab? Nee, nur ein Talisman. Ja. Aber eigentlich, große Zauberwaffe, rechte Hand. Ich hätte gedacht, naja, egal. Ist ja auch vollkommen wurscht. Ist ja jetzt auch vollkommen egal. Nee, ich will... Ja, 10 Flakons reichen schon aus. Alles gut. Ich muss gucken, ob ich Hexen killen kann. Geister killen kann. Weil ich habe keine... Ich bin so unentschlossen gerade, ne? Ich bin sowas von unentschlossen. Nicht erschrecken, Leute. YouTube. Weil ich lade auch alles in Häppchen auf YouTube hoch, falls einer da gucken will. Ihr habt den Link immer wieder im Chat gesehen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.